Ich sollte Informationen immer nur gebrauchen, wenn ich diesen Adressaten, also die Frage wer, beantworten kann. Und diese Informationen kann ich dann nochmal unterscheiden, je nachdem, von wem sie ist. Und da sollten Sie unterscheiden, ist diese Person unabhängig, zum Beispiel eben wie die Stiftung. Das ist eine unabhängige Größe. Ich glaube, Sie sollten Informationen, die eben zum Beispiel von Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, anders betrachten, weil da tatsächlich eine Agenda ist, nämlich möglicherweise natürlich Ihr Produkt zu bewerben. In manchen Fällen ist es eben auch bei Influencern so, dass wir davon ausgehen müssen, dass sie ein Produkt bewerben, auch wenn das immer, nicht immer so klar ist. Da gibt es ja im Moment auch viele Diskussionen juristischer Natur. Meine Frage an Sie, ist das ein Unterschied? Und wann haben Sie vielleicht welche Medien als besonders hilfreich erfahren? Genau, da schreibt nämlich diese Person nämlich auch, dass insbesondere der Austausch mit den Gleichgesinnten sehr hilfreich ist. Und das würde ich jetzt tatsächlich in diesem zweiten Teil sehen, also Kommunikation und Postings. Da sehe ich jetzt auch, dass, genau, Sie nochmal schreiben, die Unterstützung in den Facebook-Gruppen hat sehr geholfen. Und das ist tatsächlich, ja, hier kommt nochmal der Hinweis, geschlossene Gruppen. Und in diesen geschlossenen Gruppen haben wir natürlich vielleicht diese Kriterien, müssen wir diese Kriterien nicht so hart nehmen, weil hier wird sozusagen, werden gewisse Probleme und Risiken einfach von vornherein ausgeschlossen. Wir wissen in geschlossenen Gruppen, dass wir sozusagen diese Hate-Speech-Probleme nicht haben, nicht einfach weil wir sozusagen eine Sicherung haben, wir haben eine Sensibilität bei den Leuten.